Also, meine Damen, ich frage Sie ganz einfach und präzise. Und Sie brauchen mir nur mit Ja oder Nein zu antworten. Wer von Ihnen hat den Mörder gesehen? Sir Arthur meint, haben Sie jemanden im Theater gesehen, der nicht hierher gehört? Ich habe mich doch wohl deutlich genug ausgedrückt, oder? Hm? Überdeutlich, Sir Arthur. Oh. Sehen Sie mal die Kleine da hinten, die gerade das Bein hebt. Ich glaube, die möchte mir etwas sagen. Ja, vielleicht nehmen Sie sie in Ihren Wagen mit. Da können Sie sich ungestört unterhalten. Mein Wagen, das war es, was ich vergessen hatte. Was ist denn das? Anhalten! Sofort anhalten! Ist das Ihre Assistentin? Wie heißt sie? Wie heißen Sie eigentlich? Miss Finley. Weitermachen. Mabel, sofort aufhören! Oh, meine arme Mabel, nein. Ach, ist das schrecklich aufregend. Immer wenn die spitzen Dinge auf mich zukommen, muss ich an Sie denken, Sir Arthur. Entzücken. Danke, meine Damen, Sie können jetzt in Ihre Garderoben gehen. Ich muss Sie aber bitten, sich zu meiner Verfügung zu halten. Eines unserer Mädchen ist ermordet worden. Was geht mich das an? Wann kann ich dich sehen? Bruce, ich hab dir gesagt, es hat keinen Sinn mehr. Es hat sich in all den Jahren zu vieles verändert. Schau mal, Daddy. Sie ist noch nicht mal eine Woche in London und schon hat sie einen Liebhaber. Was wollen Sie? Snooki kann man nicht so leicht beseitigen wie eine kleine Tänzerin. Snooki sagt die Wahrheit. Und die Wahrheit kann man nicht töten. Nicht wahr, Snooki? Ja, Daddy. Bruce! Verschwinde. Komm. Komm später ins Hotel, ja? Ich warte in der Bar auf dich. Es hat keinen Sinn, Bruce. Doch. Lass uns neu anfangen. Du hast dich sehr verändert, Bruce. Du bist so unruhig und nervös. Hast du Sorgen? Nachdem du damals verschwunden warst, die ersten Monate, das war eine schlimme Zeit für mich. Für mich auch. Warum bist du damals weggegangen? Es gab keine andere Möglichkeit. Ich habe gefragt, warum. Bruce, es ist vorbei. Bitte lass uns nicht mehr darüber reden, ja? Gut. Wir werden neu anfangen. Ich kann nicht ewig das heimliche Verhältnis eines reichen Mannes sein. Das sollst du nicht. Ich liebe dich. Ich habe dich immer geliebt. Das hast du damals auch gesagt. Aber deine Mutter wird es heute so wenig zulassen, wie sie es damals geduldet hätte. Bin nicht mehr abhängig von meiner Mutter. Ich werde dich zu ihr bringen, damit du sie kennenlernst. Bruce, das... Verzeihung, Lord Sheringham. Ihre Frau und Mutter ist am Telefon. Entschuldige mich einen Moment. Ich sage nur rasch, dass ich später anrufe.